Steht eine Tour in Harz an. Wilder mal an den Blauen See und an die Teufelsmauer. Mal sehen, ob ich das alles so finde und was es gibt. Ich habe auch wieder den Kopf heute dabei, melde ich her. Mal sehen, ob ich irgendwo fliegen kann. Es ist ja jetzt heute nicht mehr alles so einfach mit dem Fliegen. Muss man ja immer gucken, wo darf ich. Aber bestimmt finde ich irgendwo eine schöne Ecke. Die ist ja auch schön klein und macht nicht viel Platz weg. Die kann man einfach mal mit ins Auto legen. Und wenn es nichts gibt, dann hat man es halt gehabt. Nur wenn man irgendwo eine schöne Ecke hat und möchte gerne und sie liegt zu Hause, hat man auch nichts davon. Ich habe hier noch einen größeren Kopter, aber den nehme ich selten. Weil der ist ein ganzer Rucksack nur der Kopter. Das ist ein größerer. Zwar genial das Teil, aber nicht so einfach zu nutzen. Ja, jetzt geht es dann erstmal los. Das Wetter ist ja jetzt perfekt. Nicht wie letztens, wo ich noch unterwegs war, wo noch Sturm und Regenschauer die noch waren. Jetzt haben wir mal schönes Wetter. Sagen bis später. Melden mich immer wieder, wenn ich irgendwo angekommen bin. Ich hoffe, ich komme. Wir hier im Harz, auf dem Parkplatz am Blauen See. Ich war zwar eben schon mal kurz da, aber hab da noch nichts gefilmt.
So einen habe ich eben im Wasser schwimmen sehen. Also baden, zumal der auch blauer See, ihr werdet es gleich hier wieder aussieht. Das ist der blaue See. Ist jetzt mal ganz grün. Ich werde jetzt wieder wegfahren. Helm hinten am Platz suchen. Weil hier mir auch zu viel Betrieb ist. So, mal zwischendurch einen Stopp eingelegt. Wir dürfen nicht weiterfahren. Aber da habe ich jetzt was entdeckt. Gehen wir nochmal zusammen kurz hin. Könnte man da drüber laufen, aber ich nehme mal hier den einfacheren Weg vielleicht. Ja, das ist ein Kanonenblatt, das beschriftet ist. Wie man auch hier sehen kann. Nö, das ist aber nichts Besonderes. War jetzt nicht so groß und viel, aber war doch mal was. Ja, da oben waren wir eben. Jetzt geht's wieder zurück zum Auto. Geht's weiter. Jetzt haben wir uns andauernd beschwert, es wäre so kalt. Boah, jetzt ist es ganz schön warm. Ist nur gut, dass der Docker eine Klimaanlage hat. Jetzt sind wir auch noch hier im, glaube ich, Südharz ist das jetzt hier. Bin ich an einer Sperrmauer. An einem See. Hier müssen wir über diesen reißenden Fluss drüber weg.
So ist es, wenn man das Essen kocht, im Freien, heute bei schönem Wetter. Guten Morgen. Jetzt ist mal wieder Zeit zum Frühstück. Gestern Abend habe ich noch ein paar Leute hier kennengelernt mit dem Renault Kangoo, die auch darin schlafen. War ein sehr nettes Gespräch. Bin ich bei der Weiterfahrt noch hier an so einem Steinbruch vorbeigekommen oder was das ist. Na, natürlich betreten verboten. Ist ja logisch. Vorne ist der Eingang. Bin auch eben schon mal mit der Drohne mal drüber geflogen. Da werde ich dann auch mal ein bisschen was von rein schneiden in das Video. Hier stehe ich gerade, trinke noch einen Kaffee, sitze hier auf einer Bank.
Und wenn das Gewitter durch ist, ich weiß nicht, wo das jetzt hinzieht, ich kenne mich hier nicht aus, dann werde ich loslaufen. Aber ich habe ja meinen Kaffee noch, den trinke ich erst in Ruhe aus. Es grummelt noch, aber langsam laufe ich mal los, sonst brauche ich heute nicht mehr laufen. Das komme ich ja nicht mehr an. Das ist der Platz, werde ich wohl heute Nacht auch schlafen. Blauer Himmel. Grauer Himmel mit Gewitter. Das hört überhaupt gar nicht auf. Aber jetzt laufe ich ja. Aber das ist im Tierpark. Sonst würde ich schon die Beine in die Hand nehmen. Ist anscheinend irgendwas am Fressen. Lässt sich auch von mir gar nicht stören. Ja, cool hier. Und in diesem Haus. Da hätte ich aber Angst, dass mir was auf den Kopf fällt. So, jetzt war ich eine ganze Weile mit dem anderen zusammengelaufen. Wir haben uns hier so getroffen. Ganz cool. Ich laufe jetzt vom Hexentanzplatz rüber zur Rostkappe. Ein mega geiler Weg. Schlängelt sich durch die Berge. War wohl bis vor kurzem geschlossen wegen Steinschlag. Aber ist jetzt wieder freigemacht. Jetzt kann man wieder laufen. Total geiler Weg, kann ich nur empfehlen. Aber wunderschön hier. Wahnsinn. Das dürfte jetzt die Rosttrappe sein. Jetzt mal ganz oben.
am Aussichtspunkt. Da drüben ist der Hexentanzplatz, da fährt die Seilbahn. Einfach gigantisch diese Aussicht, die man hier hat. Da drüben, von da komme ich. Das Problem, ich muss jetzt hier wieder runter und drüben wieder hoch. Aber was soll's. Aber war schon ein total genialer Weg. Es sollte nur halt so ein bisschen ab und zu mal laufen. Wenn man jetzt nie läuft, ist das wohl schwierig. Und feste Schuhe. Weil da ist doch überall Geröll und Steine und ne, das hier ist ja schon fast wie Autobahn. Das ist ja so glatt und fest alles. Jetzt auf dem Rückweg bin ich noch mal so irgendwie einen anderen Weg gegangen. Sehr langweilig, immer die gleichen Wege. Das ist jetzt noch mal Aussichtspunkt ins Bodetal. Na, da bin ich mal gespannt. Da haben sie erstmal den Felsen gesichert. Und das ist das Bodetal. Sieht man die Seilbahn fahren. So, jetzt sind wir wieder hier Hexentanzplatz. Die war ich vorhin nicht. Ich muss erstmal selber gucken, wo ich jetzt rausgekommen bin. Aber auch eine coole Ecke hier. Die Halle, die sieht geil aus. Schade, dass sie zu ist. Eben bin ich auch hier hoch. Das ist jetzt eine Sackgasse. Kommt man nur bis zu den Häusern. Das scheint eine Ferienwohnung und so wie so Zelte, so kleine Häuschen und ein größeres, da gibt es wohl Zimmer drin. Aber wo ich eben hier durch bin, habe ich auf einmal Grunzen gehört neben mir. Dann habe ich zwar mein Handy geklatscht und da habe ich gehört, wie sie abgehauen sind. Also hier sind anscheinend Wildschweine links und rechts. Also nicht schnell machen, dass ich jetzt hier wieder wegkomme. Mit Wildschweinen will ich mir auch nicht anlegen.
So, guten Morgen. Jetzt ist wieder ein neuer Tag. Ich bin immer noch hier in der Nähe vom Hexentanzplatz und will heute noch mal runter ins Bodetal. Da war noch ein Weg, den ich gestern nicht mehr gegangen bin. Und den will ich heute noch mal testen. Und dann ist hier hinten noch ein See, da will ich dann auf dem Rückweg auch noch mal vorbeigucken. Und dann muss ich weiter und dann muss ich mich heute noch mal einkaufen. Ich habe vergessen, Kaffee einzupacken. Ich habe jetzt keinen Kaffee mehr. Das geht ja nun gar nicht. Ja, so, das ist der Plan für heute. Und jetzt wollen wir erstmal laufen. Geht's wieder diesen Weg hier runter. Heute, es gibt ja zwei zum Hexentanzplatz hoch. Heute gehe ich den runter, den ich gestern hoch bin, und andersrum. Da oben auf dem Hexentanzplatz ist ja schon die Hölle los. Also, da sind die Menschenmengen schon unterwegs. Und das selbst jetzt um die Uhrzeit und deswegen, aber hier ist es dann schon ruhiger. Weil solche Wege, die laufen nicht viele. Die meisten gehen oben an die Sesselbahn oder Seilbahn und fahren. Aber die verpassen ja das Schönste. Diese Wege zu laufen und zu sehen, wie die Natur hier ist, das ist doch viel schöner wie alles da oben. Naja, muss jeder für sich selber wissen. So habe ich hier mehr Ruhe, wenn die alle mit der Seilbahn fahren. So, so, jetzt bin ich unten angekommen. Man hört die Bode rauschen. Ich vermute mal, das wird man auch in der Kamera hören. Jetzt gehe ich den Weg hinten weiter, wo ich gestern ja dann hoch bin zum Rosskappe. Da laufe ich jetzt mal weiter. Ich will mal gucken, wo ich da rauskomme. Und dann geht es den anderen Weg wieder zum Hexentanzplatz hoch. So, so ist das dann erstmal. Jetzt heißt laufen. So, jetzt bin ich an dem Punkt, da bin ich rechts hoch gestern zur Rostrappe und heute wird mal der untere Weg genommen und da will ich jetzt mal gucken, wo ich rauskomme und wie der Weg ist. Ja, schauen wir mal. Wow, immer wieder mega geiler Blick. Das sieht man jetzt wahrscheinlich wegen Gegenlicht. Auch wieder ein sehr schöner Teil von dem Weg. Schön unten das Rauschen der Bode. Und hier links diese Felsen. Eben war auch ein Stück, da war richtig so ein Rutsch runter. Da sieht man, wo die Steine immer runterkommen. Stehen auch überall Schilder, dass auf eigene Gefahr Natur Gefahr besteht. Naja. Aber sehr schön hier. Sehr interessanter Weg. Vor allen Dingen, wenn man so guckt, Weg kann man so gar nicht dazu sagen. Aber laut Komoot ist das der Weg. Naja. Aber sehr, sehr schön. Ja, ich will mal gucken. Ohne Wanderschuh hast du hier aber schlechte Karten. Teilweise muss man dann jetzt auch gucken, wo ist eigentlich der Weg,
Wenn man hier so guckt. Felsen. Aber gegen die Felsen da hinten andauernd im Bodetal ist das ja Spielzeug. Kieselsteinchen. Aber ich glaube, ich habe den Weg wieder. Oder noch. Ist aber sehr, sehr interessant. Und sehr schön. Wieder von der Art ein bisschen anders wie vorhin. Da am Hexentanzplatz runter. Aber auf seine Art auch wieder sehr genial. Okay. Hätte doch den anderen nehmen sollen. Also, wenn ich schnaufe, nicht wundern, das geht hier dabei auch noch hoch. Nicht, dass man kraxeln muss. Das geht. Ja. Hör ich wieder auf zu filmen. So. Jetzt habe ich diesen See auch noch erreicht. Mittlerweile regnet es aber auch. Zwischendurch mal untergestellt. Und es gewittert auch als noch. Angelgewässer, okay. Die Brücke sieht aber auch nicht mehr so vertrauenserweckend aus. Ich gehe mal in den Bereich, wo diese Balken sind. Und soll ich noch reinfallen? Oh. Ein Tümpel. Hier gibt es einen hübschen Weg runter. Ja, mit einer schmalen Treppe. Und daneben was breiten. Steinbachter. Aber da Gewitter ist, will ich mal hier vom Wasser weg. Ist vielleicht nicht so toll. Und jetzt werde ich mal sehen, dass ich schnellstens zum Docker komme. Aber bei Komoot geguckt. Jetzt soll hier doch ein Weg hinten rausgehen. Richtung die Ecke, wo mein Docker steht. Dann will ich den Weg probieren, weil das wäre der kürzeste Weg. Dann hoffen, dass man hier durchkommt. Ups, Machete habe ich vergessen. So, jetzt bin ich auf einem Wanderparkplatz, habe mir erstmal Kaffee gekauft und bei mir eine ganz schön urige Hütte hier. Gefällt mir. Wenn hier noch ein Platz, sogar eine Feuerstelle, das aber so zulässig ist da zwischen den Bäumen. Aber die Hütte hier, die gefällt mir richtig gut. So von der Art, wie das gebaut ist. Naja, gut, der eine. Naja. Den meinte ich. Sieht ein bisschen naja aus. Aber sehr schön. Da steht der Docker. Es ist immer noch im Hintergrund am Krummeln. Irgendwie so, die Gewitter sind immer noch nicht durch. Vorhin bin ich ja klatschnass geworden. Musste dann im Docker mich erstmal umziehen, trockenlegen quasi. Ja. Jetzt habe ich die Sachen immer noch da drinnen liegen, damit sie mir trocknen, weil die sind immer noch nass.
Also wandern ist nett. Jetzt werde ich mir erstmal einen Kaffee kochen. Ist ja ein schönes Plätzchen hier. Das Holz gefällt mir zwar nicht ganz so. Aber ansonsten, da drüben müsste eigentlich der Brocken sein. Oh, ich glaube, das da drüben ist der Brocken. So, und jetzt gibt es erstmal Kaffee und Kuchen. Jetzt habe ich mich in die Hütte gesetzt, nicht dass ich wieder nass werde vom Gewitterregen. Bis später. So, ein bisschen gemütlich gemacht im Docker. Draußen regnet. Bestimmt hört man das auch. Mal sehen, was das Wetter heute noch so bringt. Ansonsten lasse ich den Tag so ausklingen und lasse es mir gemütlich im Docker. Ja, mal schauen. So, jetzt den Abend einläuten mit einem Kaltgetränk. Prost. Ist das gut. Wobei es immer noch regnet. So ein bisschen schon wieder. Es wird irgendwie gar nicht mehr klar und warm. Naja, noch austrinken und dann dauert es auch nicht mehr lang. Dann kann ich schon schlafen gehen.